Viele wünschen sich ja die von einem Anlagebetrüger, von einem Broker, von einem betrügerischen Broker über den Tisch gezogen worden sind. Sie hätten vorher ins Netz geschaut und eine Warnliste gefunden. So läuft es aber nicht. Und so ist es auch nicht der Weg, wie man sich vor Betrügern schützen kann. Geschweige denn das Geld, das verlorene Geld wieder zurückholen kann. Wozu braucht man die schwarzen Listen? Will ich Ihnen gerne erklären, was der Weg sein kann und wozu sie gut sind. Schauen Sie sich diesen Film bis zum Ende an. Dann sage ich Ihnen nicht nur etwas über den Sinn und Zweck von schwarzen Listen, über betrügerische Broker, sondern auch, wie Sie Ihr Geld zurückbekommen können. Hallo, ich bin dein Anwalt Jochen Resch. Seit 35 Jahren verfolge ich Betrüger. Immer für betrogene Anleger. Von daher ist die Frage, wie man sich schützen kann, für mich eine Frage, die ich ständig höre. Und dann wird immer gesagt, ich hätte ja mal ins Internet gucken können, dann hätte ich ja da eine schwarze Liste gefunden und dann würde ich ja wissen, dass ich das nicht hätte machen müssen. Also die Warnung, nicht? Nette Gedanken. Es gibt natürlich schwarze Listen, Warnungen, aber die kommen eigentlich regelmäßig zu spät. Wenn eine solche Plattform online geht, dann ist sie völlig ohne jede Kritik. Im schlimmsten Falle haben die Betrüger dafür gesorgt, dass es positive Kritiken gibt, also Jubelnachrichten. Also wenn man schaut bei Google, dann findet man Positives von den Tätern selber gestrickt, also zur Täuschung. Man wird nochmal doppelt getäuscht. Also das hilft nicht. Das übliche Verhalten hilft nicht weiter. Ja, später findet man schwarze Listen, wenn man mal googelt, dann findet man im Wesentlichen drei. Nicht mal die BaFin vorne an, sondern Finanztest findet man. Man findet die von der Schutzgemeinschaft und von eurer Schwesterwelt. Wir sind eigentlich schneller als die BaFin, weil wir aktueller dran sind. Wir kriegen ja jeden Tag Fragen, Anfragen und wir machen natürlich daraus unsere Analysen und schreiben dann auch entsprechende Warnungen dazu. Dann gibt es natürlich schon die Warnungen der BaFin, die Warnungen der FMA sollte man lesen, die sind auf Deutsch und gegebenenfalls der FINMA, also FMA in Österreich, FINMA in der Schweiz. Wenn die warnen, dann sollte man es ernst nehmen. Nicht? Das ist ganz klar und wer da weitermacht, ja, dem ist eigentlich kaum zu helfen. Ich weiß natürlich, dass die Betrüger sehr, sehr geschickt sind und sehr, sehr überzeugend sind und wie sie Menschen in die Irre laufen lassen, dass diese Warnungen keine Bedeutung haben. Also diese Warnungen der BaFin sollte man ernst nehmen, auf jeden Fall. Was kann man denn tun, wenn man dafür geworden ist? Also das heißt, es reicht ja nicht, dass man das jetzt einfach weiß. Der wichtige Punkt wird ja sein, bekomme ich mein Geld zurück? Die Warnung der BaFin hilft nicht. Die BaFin selber geht auch nicht dem Geld hinterher. Strafanzeige zu machen, macht auch keinen Sinn vor dem Hintergrund, dass man sein Geld zurückhaben möchte. Einzelstrafanzeigen bringen eigentlich gar nichts. Fast alle werden eingestellt. Das muss man bündeln. Und man muss die Spur des Geldes verfolgen. Das machen wir. Wir sind damit recht erfolgreich. Wenn Sie also ein Opfer sind und wissen möchten, was Sie tun können, was Sie nicht tun sollten, dann können Sie mich gerne anrufen, unter 03088559770. Oder besser noch, gehen Sie mal auf unsere Webseite, klicken Sie den Artikel dazu an. Sie finden dort ein paar mehr Informationen, als ich es in diesem kurzen Video Ihnen mitteilen kann. Sie finden auch viele andere Artikel zu dem Thema, vielleicht schauen Sie auch da mal rein. Und Sie finden auch ein Kontaktformular. Wenn Sie also ein konkretes Problem haben, Sie können uns auch anschreiben. Sie bekommen dann von uns eine kostenlose Einschätzung. Mit dieser kostenlosen Einschätzung bekommen Sie alle Fakten, die für Ihren Fall entscheidend sind, sodass Sie damit eine Grundlage haben von Fakten. Und weil Sie Fakten kennen, wissen Sie, warum es für Sie der richtige Weg ist, dass Sie sich bei uns einreihen.